Ja, Leute, was geht? Und es geht weiter mit einer neuen Folge von Elect 2 mit mir, dem Pyrus. Wir sind jetzt hier und wollte eigentlich den Wettkampf gegen ihn machen. Das geht aber nicht, weil er hier noch ein Problem hat mit irgendwelchen Kadavern und wir müssen die Gefangenen versorgen und ein bisschen dabei unterstützen. Das machen wir jetzt und ja, würde sagen, Lichtlein schnacken und dann waren jetzt hier. Wegen der Gefangenen. Ja? Kann ich auch verspenden? Nein. Ja, die Frage wird... Also. Wer glaubst du, wird auf einen Teil seiner Splitter verzichten? Niemand hat hier wirklich viel. Du wirst also auf Widerstand stoßen. Und den Resistenten ist jeder Gefangene ein Dorn im Auge. In ihrer Welt existieren nur Ketzer, keine zukünftigen Brüder und Schwestern. Die Händler kannst du dir sparen. Die übernehme ich. Nur ohne Tengis Zustimmung denke ich nicht, dass es was bringt. Und ihn und mich verbindet nicht gerade eine Freundschaft. Aber wenn du denkst, du kannst ihn überreden, nur zu. Warum lässt du sie nicht einfach frei? Kommt nicht in Frage. Ich will unsere Gemeinschaft stärken, nicht schwächen. Sie sollen Ravak als ihren Herrn anerkennen und ihn nicht bekämpfen. Kann ich auch etwas spenden? Natürlich! Jedes bisschen hilft. Also eigentlich will ich halt Nein sagen, ne? Aus dem Aspekt heraus, dass ich sage, ich stärke damit die Morkons. Und absolute Bastard sind. Die da gehen, aber andererseits hungern sie sonst. Na, hier, komm. Hier, mein Beitrag. Damit kann ich alle Lebensmittel besorgen. Danke. Ah. Hätte nie gedacht, dass ein Außenweltler mehr Morkon ist als manch anderer hier. Ja, ergibt schon Sinn. Das Spiel sagt jetzt, ich hab was zur Gewalt gespendet. Okay, ja, ich weiß, das ergibt Sinn. Ja. Egal. Was wir denn? Hey, ihr beiden. Die Gefangenen verhungern. Was glaubst du, wie egal mir das ist? Eine Schande, dass wir diese Ketzer überhaupt in unser Reich lassen. Und jetzt lass mich in Ruhe. Alexei braucht Elixit. Was erzählst du da? Ich kenne Alexei. Der würde sich nie bereichern. Die Splitter gehen auch für die Gefangenen drauf, nicht für ihn. Ach, jetzt verstehe ich. Ich werde ihm einen Teil meiner Splitter zukommen lassen. Es ist nicht viel, aber es macht mich auch nicht ärmer. Danke. Okay. Also muss ich die nur fragen, nicht jetzt gegen die kämpfen, war sehr gut. Okay. Aufstehen! Hast du mal einen Moment? Ketzer! Immer das Gleiche mit euch! Was? Ihr klebt wie Dreck an den Stiefeln. Euch wird man nur los, wenn man kräftig schüttelt. Also nein. Erraten. Wenn es etwas gibt, das ich wissen sollte, heraus damit. Wenn nicht, tu, was du tun musst. Nur ohne mich. Du machst dich ziemlich wichtig. Zerreiß dir nur weiter das Maul. Richtung kommt irgendwann. Nur, dass du es weißt. Ich sorge dafür, dass ein Zahnrad in das andere greift. Wenn dir das nicht passt, mach einen Bogen um mich. Wie stehst du zu den Gefangenen? Gespalten. Warum? Ich nehme an, du weißt, wie es um ihre Versorgung bestellt ist. Sicherlich, aber ich betrachte es als natürliche Selektion. Der Starke überlebt und der Schwache fällt der Gemeinschaft nicht zur Last. Und das ist alles, was ich dazu zu sagen habe. Aufstehen, ihr verdammten Maden! Wollt ihr wohl arbeiten? Los, los!
Ja, okay, die hätte ich vielleicht doch nicht tun sollen. Ich habe irgendwie gedacht, ja, ich habe auf meinem. Ich habe sich aus dem Aspekt gemacht. Die alle unten? Ne, da oben. Ah, da oben, unten. Noch weiter, noch weiter oben? Oh Gott. Alexei braucht Spenden für die Gefangenen. Und da kommst du zu mir? Schon vergessen, dass du das Duell gegen mich gewonnen hast? Gab ja sicher ein hübsches Preisgeld. Er braucht regelmäßig Splitter, ein paar reichen ihm nicht. Abdrücken kann ich schon ein paar, so ist es nicht. Ich weiß schließlich, was die armen Schweine durchmachen. Aber ich will auch keinen Ärger mit den Resistenten bekommen. Deshalb wird's nur eine kleine Summe. Nicht, dass sie sich daran stören. Gut, solange du überhaupt etwas gibst. Du hast mein Wort darauf. Alles klar, danke. Sehr gut. Frei von der Fa... Alexei hat Probleme, die Gefangenen zu versorgen. Er irrt, wenn er auf Ravaks Gnade hofft. Seine Schützlinge taugen nur als Blutopfer. Verschwende keinen Gedanken an ihre Rettung. Ihr Fleisch ist verdorben. Also versündige dich nicht, indem du dich mit seinem Vorhaben gemein machst. Alles, was er braucht, sind ein paar Splitter. Mildtätigkeit und Nächstenliebe. Ugh, widerwärtig. Was Alexei in Anspruch nimmt, steht nur Ravak zu. Und ich kann mich nicht entsinnen, dass du deinen Zehnt schon entrichtet hast. Hier, das sollte reichen. Deine Gabe wird nicht vergessen sein. Ravak segnet jene, die ihm untertan sind. Dein Stahl wird reiche Ernte halten. Aber jetzt widme dich wieder deinen Angelegenheiten. Okay, ja, danke. Ich habe übelst Geld gemacht mit den Dingern, 450. Aber dafür geht jetzt alles drauf, weil ich irgendwie mein ganzes Geld hier verspende. So eine Scheiße. Oh, Leute. Jetzt sind wir da oben? Ich hab keine Ahnung. Jetzt oben, bitte, bitte, bitte. In der Eiswüste holt man sich nur Frostbeulen. Ach, hier, er ist es, ne? Ja, hier. Alexei braucht Elixit, um die Versorgung der Gefangenen sicherzustellen. Bei Ravak. Ich war noch nie ein Freund davon, dass wir unsere Neuzugänge wie Kreaturen halten. Aber ich bin zu alt, um zu glauben, ich könnte etwas daran ändern. Das nicht, aber deine Splitter würden ihre Situation verbessern. Weißt du was? Du hast recht. In meinem Alter verlieren Splitter ihre Bedeutung. Sollen die Gefangenen von ihnen profitieren? Danke. Verdient hat er das nicht. Das geht mir aber. Ist hier eigentlich die Arena? Ja. Okay, warte. Kann ich das kurz machen? Wenn ich hier gerade bin, dann wird das ja Sinn ergeben. Alexei braucht regelmäßig Splitter für die Gefangenen. Warum werben er und seine Männer überhaupt noch Außenweltler ab? Hier werden sie sowieso nicht glücklich. Nicht solange es Resistente gibt. Du hilfst also nicht. Das habe ich nicht gesagt. Ich wollte dir nur meinen Standpunkt aufzeigen. Wenn ich ihre Situation verbessern kann, will ich das tun. Alexei kann auf meine Unterstützung zählen. Später habe ich vielleicht Zeit.
Okay, verpiss dich mal. Was sind denn die Viecher drin? Okay. Boah, Alter. Ah, oh Gott. So. Okay, da Altiere haben wir. Warum geht es nicht? Also, weiß ich nicht, warum geht die? Also, da konnte ich eben auch nichts machen. Ich muss aber nochmal gucken, warum das nicht geht. Das wird ja wohl einen Grund haben. Warum ich in der Arena und muss ich da noch was machen für? Weil ich will ja keine 1000 Plünder zahlen. Dann kämpfe ich doch lieber kurz in der Arena. Genau, Erfahrungspunkte, es macht Spaß und es gibt keinen Grund, es nicht zu kämpfen eigentlich. Also. Deswegen, aber gut. Ah ne, komm mal jetzt so. Komm, ich fahr erstmal ihn hier und dann komme ich zu euch. Eure Gefangenen verrotten in den Käfigen. Wer tot ist, muss nicht ernährt werden. Und das findest du in Ordnung? Als Vertreter der Resistenten sehe ich keinen Sinn darin, Ungläubige von unseren Idealen zu überzeugen. Nenn mir nur einen Grund, warum ich anders darüber denken sollte. Wäre ich nicht gewesen, hättest du noch lange nach Ivan suchen können. Und das soll mir jetzt was sagen? Deine Haltung vergeudet Potenzial. Meine Überzeugung steht hier nicht zur Debatte. Ich kann nicht leugnen, dass du mir eine Hilfe warst. Aber die Gefangenen bringen Veränderung mit sich. Ein Umstand, den ich zutiefst ablehne. Alles, was ich verlange, ist, dass sie nicht verhungern. Ich werde sie nicht ernähren. Und deine Händler, was ist mit denen? Die Ware ist für den Verkauf bestimmt. Wir haben nichts zu verschenken. Du wirst mir also nicht entgegenkommen. Ein Rabatt ist alles, was ich den Abwerbern anbieten kann. Sie werden weiterhin für die Nahrung bezahlen müssen, aber ich erlasse ihnen einen Teil der Summe. Klingt fair. Auch wenn ich es nicht gutheißen kann, dass du den Abwerbern hilfst, kann ich nicht verleugnen, dass du hilfst. Okay, sehr schön. Ist ja, geht doch. Und jetzt bist du dran. Alexei braucht Elixit, um die Gefangenen besser versorgen zu können. Er und die anderen Abwerber glauben, aus ihnen erwachsen neue Gläubige. Ich aber sage ab. In die Blutzisterne mit ihnen. Hat er dich geschickt oder weswegen bist du hier? Vergiss es. Okay, und der letzte oder haben wir es? Einer muss den Sauerhaufen ja führen. Angeblich leben sie im Norden. Die Gefangenen brauchen eine bessere Versorgung. Warum kommst du damit zu mir? Alexei ist für sie zuständig. Ich helfe ihm dabei, das nötige Elixit zusammenzubekommen. Den Weg zu mir hättest du dir sparen können. Ich habe nichts zu verschenken. Weder Waren noch Splitter. Kleiner Ratschlag. Am besten hörst du ganz damit auf, für ihn die Leute auszunehmen. Das ruiniert mir nur das Geschäft. Das hättest du mir vorher sagen sollen. Und selbst dann hätte ich es gemacht. Okay. Ja, Mission haben wir abgeschlossen. Nice. Oder Quest wollte ein Kapitel sagen. Easy. Hi. Wegen der Gefangenen. Ja.
Ich konnte genügend Morkons überzeugen, für sie zu spenden. Ausgezeichnet! Glaub mir, schon bald werden aus den Gefangenen aufrechte Diener unseres Herrn werden. Und das Blut unserer Feinde wird ihm zu Ehren fließen. Ich danke dir im Namen aller Abwerber. Nur gibt es nichts, womit ich dir meine Dankbarkeit ausdrücken kann. Das hast du schon. Dir muss also genügen, dass du für das Richtige eingetreten bist. Freut mich, wenn ich helfen konnte. Hast du. Im Gegensatz zu allen anderen. Kannst dir auf die Schulter klopfen. Das ist mein voller Ernst. Sehr gut. Dann haben wir ihn noch einfach die Fresse und dann haben wir es für die Folge. Gottes, ne? Alexei, genau, Gottes. Bereit für den Wettkampf? Bin ich. Dann lass uns mal einen passenderen Ort als diesen hier suchen. Unterwegs kannst du mir dann auch noch ein paar Takte erzählen. Wir haben keine Eile. Bin ich dein erster Gegner? Nein. Dixon war vor dir dran. Und? Gewonnen? Kann man so sagen. Gratuliere. Was hältst du von der Grotte? Hast sicher nicht erwartet, dass Menschen unter der Erde leben können, was? Ihr solltet mal durchlüften. Ha! Da ist was dran. Aber mal was anderes. Wie ist die Lage draußen? Ist dieses lila Gewürm schon abgerückt? Nein, und ich glaube nicht, dass das so schnell passieren wird. Schlecht. Hatte gehofft, es beruhigt sich etwas. Wenn die Resistenten weiter den Kurs bestimmen, kommen wir unter die Räder. Naja, wir sind gleich da. Falls du übrigens glaubst, du wirst leichtes Spiel mit mir haben, irrst du. Ich bin aus einem anderen Holz als Dixon. Besser, du hängst dich voll rein. Wir werden sehen, Kumpel. Wir werden sehen. Der Platz ist gut für ein Duell. Wenn uns einer in die Quere kommt, sei ein Pech. Ich bin bereit. Was du nicht sagst. Los, zieh deine Waffe. Gut, also er hatte einen toten Kopf, aber ich kann ihn. Jetzt verpass ihm endlich eine! Schlag ihm den Schädel! So, ich hab ihn ja gleich. Wow, wow, wow. Hab ich keine... Echt nicht? Spielplatz oder was? Wo ist er? Da. Alter, da war nicht schlecht. Was ist das war vielleicht eine Lektion. Wer so hart zuschlägt, hat es verdient, als Sieger hervorzugehen. Lass dich von Gosta auszahlen. In deinen Händen sind die Splitter besser aufgehoben als in seinen. Alter, war gar nicht mal übel. Kann ich mir ganz kurz nochmal hinlegen? Das können wir jetzt auch kurz machen, brauche ich. War hier ein Bett? Ne, wo war denn das Bett? Da war das. Hi. So, aber einmal mal sie irgendwo hinlegen. Wer kennt es nicht? So, genau. Ach, Scheiße. Ich würde Dawkins lieber töten, anstatt für ihn zu arbeiten. Aber was soll's. So sicher ist das nicht. Ja, vielleicht kommen wir noch dazu. Alexei ist besiegt. Respekt. Hast sicher schon leichtere Gegner gehabt. Boah. Dein Einsatz und der Gewinn. Abzüglich 10%. Wie immer.
Wenn du bereit bist, dich auf die nächste Herausforderung einzulassen, gib Bescheid. Ich nenne dir dann den Kontrahenten. Gut, aber ich würde sagen, hier machen wir erstmal einen kleinen Cut und beim nächsten Mal machen wir weiter hier mit Let's Play Elex 2. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Beim nächsten Mal geht's wieder weiter. Haut rein, tschüss, euer Pirates, ciao.